und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Es war zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwül dazu, der reinste Sumpfgebiet. Ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lamm. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Und empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. War ja wohl der Plan. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und flehen. Er ist gewiegt, als ihr glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Viele Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr? Was gäbe es denn sonst noch Sehenswertes? Fertig? Dann kann ich ja. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Das wird auch mal wieder ein bisschen tricky. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir Duquesne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen.
Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Wie sollen wir zwei Milizen unentdeckt eliminieren? Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Wir müssen immer auf den richtigen Moment warten. Huch! Das war echt dumm. Das war richtig dumm. Tötet sie! Egal. Ich muss ja jetzt nicht jedes Level hier 100% direkt fertig kriegen. Ja, ich weiß, dass ich da versagt habe. Egal. Reiche ich nach. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich zeitgleich kommen. Ich werde versuchen, das immer zeitgleich hinzukriegen, beides gleichzeitig zu veröffentlichen. Kann sich hier jemand zu Hause fühlen? Wenn die Franzbänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Gedient zu haben. Sir? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Er hat für seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen, nein, wenn wir gewinnen, dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen, und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen, eine klare Befehlskette, Anführer und Gefolge. Ohne diese Struktur kann es keinen Sieg geben. Habt ihr das verstanden? Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Wo seid ihr hin, Edward? Jetzt kommen zufällig auch noch die Franzosen dazu. Oh. War noch wohl markiert. Habt ihr auch gesehen, oder? Egal. Komm, du Klepper, reite schneller. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Oh doch, und ob ihr das verdient. Ihr seid ein Heuchler, Haytham! Verzeiht, Edward! Aber ihr habt es erzwungen! Verdammt!
noch was zu sagen? Nein? Gut. Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzidzitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen.